Bürojob wäre überhaupt nichts für mich. Also den ganzen Tag irgendwo drin zu sitzen, da bin ich wirklich froh, dass ich draußen bin. Ich wollte immer was bewegen und hier bewegt sich auf dieser Baustelle wirklich viel. Nur nach Gefühl geht das. Und den Rest machen wir mit Kraft und Brechstange. Wir haben das Ding zusammengefügt auf 10 cm mit 2 cm Luft nach oben und unten. Wir erschaffen was und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen. Bei Geildorf im Landkreis Schwäbisch Hall entsteht die höchste Windkraftanlage der Welt. Je ehrgeiziger das Bauprojekt, desto spezieller und größer sind auch die zur Durchführung benötigten Maschinen. Der Bau von Windkraftanlagen ohne den Einsatz riesiger Spezialkrane undenkbar. Schwingst du mal ein bisschen nach rechts. Krane sind Spezialisten für das Heben und Senken riesiger Lasten. Der Kranführer arbeitet dabei oft blind. Es gilt hören statt sehen. Ohne Kommando darf er gar nichts machen. Das ist schon mal das Erste. Also vor allen Dingen, wenn Leute da stehen, da darf er nicht einfach irgendwie anziehen oder schwenken. Das muss alles auf Kommando sein. Die Krankommandos, die sind Seil auf, Seil ab, Ausleger führen, Ausleger auf und schwenken im Prinzip. Ja gut, langsam und schnell gibt es auch natürlich. Also wenn es jetzt vorsichtig sein muss, dann, oder wenn Gefahr droht, dann wird halt langsam geschwenkt und langsam aufgezogen und abgelassen. Also man geht immer vom Kran aus, wo der Kran steht. Da, man dreht sich mit dem Rücken zum Kran und dann sagt man halt links schwenken, rechts schwenken. Was sich so einfach anhört, erfordert erhebliches Fingerspitzengefühl und absolute Konzentration des Kranführers. Einmal nicht aufgepasst und der Schaden ist groß. Die Last kann da unten abhauen. Schaden, Personenschaden, Materialschaden, kann alles passieren, wenn man das nicht in Ruhe macht. Wenn du da jetzt irgendeine Bewegung zu doll machst, dann würdest du die Platte zusammenhauen, die Halbschale. Oder du würdest eben das Ding da hinten rausreißen und die Rüste würden da drinnen umfallen und da drinnen sind die Leute und das geht nicht. Das sind jetzt die letzten 10 cm wieder, was er haben will, oder die letzten 5, ich weiß es nicht. Jetzt nur nicht ablenken lassen. Gekonnt führt Kranführer Ralf Karras die tonnenschweren Teile zusammen. Millimeterarbeit am Joystick. Und schwenk mal langsam weiter nach rechts. Schauen Sie selber, wir haben das Ding zusammengefügt auf 10 cm mit 2 cm Luft nach oben und unten. Der Schwäbische Windpark peilt mit einem seiner Türme eine Nabenhöhe von 178 Metern an. 14 Meter mehr als der bisherige Rekordhalter aus Rheinland-Pfalz. Hier geht es also auch um den Weltrekord. Das ist jetzt ein Prototypturm. Also den bauen wir jetzt das erste Mal, also wir als Team. Und bei anderen Anlagen ist es einfacher, aber bei diesem ist es alles neu und da muss man speziell dann mit der Bauleitung oder der Projektleitung abstimmen, welche Kräne wir dafür bräuchten und dazu bestellen dann. Wenn ich den Kran bestelle, bestelle ich deswegen, weil ich die Endhöhe brauche von den 94 Meter von diesem Betonturm, damit er den Adapter von Gewicht her noch auf diese Höhe kriegt. Da brauche ich den 11200 dafür. Und es gibt aber noch eine Nummer kleiner, 1750, aber der wäre für den Turm zu klein. Die Vorzüge des LTM 11200 9.1, auch aus wirtschaftlicher Sicht für dieses Projekt mit insgesamt 4 Türmen die erste Wahl. Mit diesem Kran kann man auch sehr schnell von Anlage zu Anlage umsetzen. Umsetzzeiten von bis zu 4 Stunden sind möglich. Mit anderen Kränen brauchen wir da deutlich länger.
Mit dem LTMF 200 haben wir sehr schnelle Umsetzzeiten und können auch die Windenergieanlage sehr schnell montieren. Zusätzlich können wir noch eine Spitze montieren. Mit dieser Spitze können wir auch höhere Betontürme montieren als mit herkömmlichen Kranen. Schon ohne solche Gitterverlängerungen hat er den längsten, genauer gesagt, den längsten Teleskopausleger weltweit. Diesen Rekord hält der LTM 11200 in der Kategorie Mobilkrane. Der Clou: Sein fahrbarer Untersatz hat eine Straßenzulassung für Lkw, freilich ohne seine diversen Auf- und Anbauten. Nicht jeder Arbeitsschritt bei der Errichtung eines Windrades erfordert die Superkräfte des LTM 11200. Arbeiten am Boden könnten auch durch kleinere Kollegen ausgeführt werden. Doch am Ende kommt es schließlich doch auf die Größe an. Das ist der größte Telekran, den es überhaupt weltweit gibt. Auf Rädern. Außergewöhnlich ist eben die Länge des Auslegers und dass man da eben noch solche Lasten ziehen kann. Der LTM 11200, ein Superkran. Kein Wunder, dass er den Namen eines antiken Superhelden erhalten hat. Das ist unser kleiner Herkules. Mein Kollege hat ihn so getauft und ich habe nichts dagegen. Das gesamte Windkraftprojekt bei Schwäbisch Hall umfasst 4 gigantische Anlagen. Darunter auch einige, die auf riesigen Betonfundamenten zu stehen scheinen, aber das täuscht. Doch dazu später mehr. Durch die Montage auf dem Betonturm wird die Gesamthöhe des späteren Windrades einmal 240 Meter erreichen. Herkules macht es möglich. Dieser Herkules-Kran, dieser LTM 11200, hat hier dieses Aktivbecken gebaut, also diesen Turm. Man sieht, das sind einzelne Ringe. Also diese Ringe wurden immer aus 4 Fertigteilschalen zusammengebaut, hier unten auf der Kranstellfläche, und wurden dann als ein Hub eingehoben in das Baufeld. Und somit ist dieser Turm relativ schnell gewachsen. Doch dann stieß Herkules rasch an seine Grenzen. Ein anderer Krantyp übernahm die Aufgabe, die gewünschte Turmhöhe zu erreichen. Dieser Herkuleskran ist ein Auslegerkran. Das bedeutet, dass ein Auslegerkran benötigt immer eine sogenannte Zwangsauslage. Also umso höher das Bauwerk wird, umso weiter muss der Kran natürlich dann auch wegstehen und umso größer muss die Kranstellfläche sein. Und wir können mit diesem Turmdrehkran auf immer gleichbleibender Fläche in die Höhe wachsen. Der hier eingesetzte Spezialist, ein selbstkletternder Turmdrehkran. Oberste Teil schiebt sich hydraulisch hinauf. Dann zieht der Kran das nächste Gittersegment parallel zum Turm in die Höhe und setzt es in die entstandene Lücke. Es ist natürlich schon irgendwann mal dann die Grenze erreicht. Man denkt nur dran ans Hubseil, das natürlich dann auch dementsprechend lang sein muss. Und natürlich brauche ich dann schon, dieser Kran kann nur eine gewisse freie Höhe klettern. Also irgendwann mal muss ich den wieder irgendwo verankern. Und dazu nehmen wir hier unseren Hybridturm. Das ist ein Betonturm, der ins Fundament verspannt ist. Und wenn dieser Turm sozusagen verspannt ist, dann kann sich dieser Kran wieder an diesem Turm befestigen und klettert dann wieder in einer bestimmten Höhe frei nach oben und kann dann errichten. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr gegen einen Turm oder gegen irgendetwas Stabiles verankern kann, dann ist natürlich irgendwann mal die Grenze dann erreicht. Das Selbstklettern. Eine Erfindung für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Drehkopfdurchsatz heißt das Patent, welches Liebherr 1957 für sein Kletterprinzip erhält. Zurück zu Herkules. Der Kraftprotz hat auch einen Nebenjob als Personenaufzug. Die Monteure erklimmen ihren luftigen Arbeitsplatz nämlich nicht zu Fuß, sie schweben hinauf. Schwindelfreiheit, eine Grundvoraussetzung des Jobs der Monteure. Auch hier gilt Safety First. Keinen Arbeitseinsatz ohne Komplettabsicherung. Wir haben halt einen Klettergurt an. Das ist halt ein Ganzkörpergurt mit Beinschlaufen, alles dran. Und falls jemand runterfällt, ist er eingehangen. Nach wenigen Minuten Flugzeit erreichen die Monteure die aktuelle Turmhöhe von 57 Metern.
Und das Seil ist so lang vom Rettungsset wie der Turm selber. Das wird dann bis runtergelassen, im Turm oder außerhalb vom Turm. Und da wird dann halt abgeseilt. Wenn jetzt irgendwas, ein Gewitter, ein schnelles kommen würde oder wenn jetzt der Kran ausfällt, irgendwas, dann können die sich halt selber retten. Das Turmteam hat seinen Arbeitsplatz erreicht. Nun ist es am Bodenteam, die nächsten Ringe zu fertigen, um für Nachschub zu sorgen. Herkules und sein Kranführer im Dauereinsatz. Schwimmen wir so rein, oder? Willst du ihn hier reinstellen? Ja, der andere A5 hoch, nicht? Wo sind der andere A5? Ticken nach rechts. Ein Ticken nach rechts schwenken. Gelernt hatte ich auf dem Autokran zu DDR-Zeiten. Der hieß noch ADK 12.5. Auf der Raupe und auf dem Bagger. Weil das war der Beruf Baumaschinist oder Baumaschinenführer, Baumaschinist. Und den Zweier-Führerschein, den LKW-Führerschein, hast du auch gleich mitgemacht. Die Kräne zu Ostzeiten waren viel kleiner gewesen. War zwar auch schon teilweise mal ein Gittermast gewesen mit 40 Meter Ausleger, aber die komplette Computertechnik und das alles hat sich komplett alles geändert gehabt. Die Maschine übernimmt jetzt die notwendigen Berechnungen im Zusammenspiel von Höhe, Last und Winkel des Auslegers. Wir wollen links schwenken. Am Ende obliegt die Feinarbeit dann aber doch dem Menschen. Perfekter Job. Wie ein Reißverschluss fügen sich die Halbschalen zusammen. Doch warum sind die hier eigentlich rot? Wenn jetzt die Sonne von da kommt, sehen manche Flugzeuge den Turm nicht. Und deswegen ist der Ring rot, der ist in einer bestimmten Höhe. Und deswegen hat er auch die Ausbuchtungen drin. Da kommt eigentlich noch Flugfeuer rein. Also das sind für die Nacht halt Lampen, die in der Nacht blitzen. Das sind die, wo man in der Nacht überall sieht, auf den Bergen. Und die kommen normalerweise da rein, aber sind jetzt noch nicht geliefert worden. Die müssen dann nachträglich im Nachgang eingebaut werden. Und am Tag brauchen wir die Lampen nicht, deswegen ist der Ring rot. So, da sehen Sie jetzt, da sind jetzt innen die Eisen drin, die von oben eingeführt werden. Die werden mit Draht befestigt, dass wenn die zusammengeschoben werden, dass die Eisen quasi drin bleiben. Ab jetzt ist echte Handarbeit gefragt. Mit der hydraulischen Presse schiebt der Polier die letzten Zentimeter der tonnenschweren Betonschalen aufeinander zu. So lange, bis die beiden Halbschalen perfekt ineinander passen. Diesen Zustand fixiert René Kerner mit Riesenschrauben. Er zieht sie mit einem Drehmomentschlüssel auf das Nenndrehmoment von 500 Newtonmetern an. Hält. Um die beiden Halbschalen endgültig miteinander zu vermählen, verwenden die Bauprofis Beton. Es gibt eine kleine Öffnung im Konstrukt der Halbschalen, die genau für diesen Vorgang vorgesehen ist. Zum Verkleben der Halbschalen verwenden die Turmbauer einen sehr flüssigen, schnell aushärtenden Beton. Der Vergussbeton kann nicht rauslaufen, weil um die Vergusstasche herum ist ein Fugendichtband eingeklebt. Das, was Sie hier sehen. Und dadurch ist der Ring eigentlich hundertprozentig dicht. Und dadurch, dass der Vergussbeton auch so schnell aushärtet, ist da keine Gefahr, dass es irgendwo auslaufen kann. Nur wenige hundert Meter entfernt, die Baustelle der nächsten Windkraftanlage. Es ist einer der drei Türme, die auf einem Betonturm errichtet wurde, mit einem riesigen Betonbecken, in das nach Fertigstellung Wasser eingeführt werden soll. Es ist ein Reservoir, das für einen Wasserstand von 13 Metern ausgelegt ist. Das Konstrukt ist eine sogenannte Wasserbatterie. Die Energie entsteht später durch das Gefälle von Berg zum 200 Meter tiefer gelegenen Tal. Die eigentliche Batterie ist dann später das Wasser. Das Wasser, wenn wir das Wasser vom Tal hochpumpen, dann wird es hier in diesem Becken gespeichert, sowohl im Passivbecken als auch im Aktivbecken. Und wir haben dann sozusagen ein Potenzial, das hier oben liegt. Und sobald wir Wasser benötigen, lassen wir das ins Tal ab und erzeugen dann über eine Turbine Strom. Wir haben 160.000 Kubikmeter Wasser
mit dem wir hier pendeln können zwischen Berg und Tal. Wir haben durch die Nutzung als Wasserbecken hier oben und als Windkraftstandort haben wir sozusagen die Fläche doppelt genutzt. Als Batterie oder als Speicherort und als Erzeuger gleichzeitig. Die Entwicklung geht immer noch mehr in die Höhe und wir haben halt hier mit diesen 40 Metern Becken haben wir halt oben nur noch einen 120 Meter Turm draufbauen müssen, dann waren wir halt schon bei 180. Also ein Meter Höhe ist etwa 1% mehr Windertrag, so muss man das in etwa rechnen. Theoretisch ist es einfach eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Also natürlich ist Höhe bedeutet natürlich zunächst auch erstmal mehr Herstellkosten. Theoretisch ist dort dann irgendwann mal der Physik vielleicht die Grenzen gestellt, aber man könnte auf ein Hochhaus mit 300 Meter sicher auch noch eine Windkraftanlage draufbauen. Auf der ersten Baustelle gibt es keine Becken oder Wasserbatterien. Hier wird lediglich der Turm für das pure Windrad erstellt. Inzwischen sind die Halbschalen des roten Rings ausgehärtet und Herkules zieht sie nach oben auf 60 Meter Höhe zu ihrem endgültigen Bestimmungsort. Mit jedem Höhenmeter wird die Arbeit für Kranführer Ralf Karas ein wenig diffiziler. Jeder Meter an Entfernung erfordert ein höheres Maß an Fingerspitzengefühl für die Steuerung des gelben Riesen. Erlernbar ist es eigentlich nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Man muss sich eben bewusst sein, wie lang der Ausleger ist. Und mit jeder kleinsten Bewegung, wenn ich hier unten einen Millimeter bewege, bewegt sich da oben 10, 20, 30 Zentimeter was. Und das sollte man dann eben alles ganz in Ruhe und sachlich machen, weil ansonsten wird das nichts. 1 mm Fingerbewegung und schon bewegt sich der rote Ring um ein Vielfaches. Jetzt ist das Turmteam gefragt und der Einsatz körperlicher Kräfte. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Kranführer, Herkules und der Montagemannschaft ermöglicht ist, die einzelnen Ringe des Turmes zusammenzustecken wie Teile eines überdimensionierten Lego-Puzzles. Bis schließlich alles passt. Bis zum Ende des Tages schafft die Crew noch 3 weitere Segmente aufzusetzen, zur Freude des Bauleiters. Wir haben nun knapp 80 Meter Betonturmhöhe erreicht, können noch ein Betonsegment mit einem LTMF 200 setzen. Danach werden wir morgen früh diese Spitze an den Kran anhängen und können so die letzten 4 Ringe von dem Betonturm setzen, dass wir die Gesamthöhe von 96 Meter erreichen. Der Ring in roter Farbe warnt niedrig fliegende Flugobjekte, wie zum Beispiel Hubschrauber, vor einem Hindernis in ihrer Höhe. Dieser Anblick ist Reisenden aus der Umgebung von Ulm vertraut. So sieht der Firmensitz von Liebherr aus, einem der größten Arbeitgeber der Region. Diese 220 Meter lange Halle ist die Geburtsstätte von Herkules, dem weltgrößten mobilen Kran. Herr über diese Montagehalle ist Markus Frankenhauser. Er ist der Bereichsleiter für die großen Sonderkrananfertigungen. Seinen Job hat er von der Pike auf gelernt. Er ist bereits seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig. Hier wurde er zum Industriemechaniker ausgebildet und ist sozusagen mit den Kranen gewachsen. Ober, genau. Wir sind hier beim LTM 11200. Das ist der größte Mobilkran der Welt mit einer Gesamtlänge vom Unterwagen von 22 Metern. Wir sind hier in der Montage in Normallage. Wir produzieren das Gerät in einmal Rückenlage und Normallage. Das heißt, Normallage ist hier der Fahrzustand, wie er später auf der Straße draußen fährt. Und aktuell sind wir hier in der Montage beim Motor plus die Kleidungen, Verkleidungen, den Spritzschutz. Und momentan ist hier der Motormontage vorgesehen. Ist ein Motor, ein Liebherr-Motor drin mit 500 kW Leistung. Die Motoren kommen aus dem Werk in Bühl, aus der französischen Schweiz. Um einen Unterwagen für einen Kran des Typ LTM 11200 zu fertigen, benötigen die Ehinger 25 Tage. Für die Produktion des Oberwagens veranschlagen die Schwaben 22 Tage. An dieser Stelle geht es darum, die Kabine anzubauen, in der später der Kranführer sitzt. Auch sie verfügt über spezielle Eigenschaften. Die Besonderheit hier ist beim LTM 11200, dass er eine sogenannte Schwenkkabine hat.
Und diese muss im Fahrzustand komplett nach hinten geschwenkt werden, weil sonst die maximale Breite im Fahrzustand zu breit wäre. Die StVO muss schließlich eingehalten werden. Sonnenaufgang über dem schwäbisch-fränkischen Wald. Um in noch größerer Höhe arbeiten zu können, müssen die Männer ihren Kran heute Morgen als erstes umbauen. Vor dem Anbau steht der Abbau. Zunächst geht es einer Sicherheitsvorrichtung an den Kragen. Die dient dafür, wenn man das Seil aufzieht, sieht es da oben nicht mehr, dass der dann abschaltet. Nicht, dass man sich den Haken in den Rollenkopf reinzieht. Das stoppt einfach, ist eine Sicherheitseinrichtung bei den ganzen Kranen. Egal, ob es der kleinste oder der größte ist. Das wird abgemacht, weil ich das nachher an der Spitze brauche. Das wird umgesetzt. Ralf Karas hat das Teleskop des Krans für den Umbau eingefahren. Weitere Teile, die bislang Herkules höchsten Punkt markierten, müssen nun an die zukünftig höchste Stelle gelangen. Dazu schraubt Ralf Karas sie zunächst ab. Das ist genauso wie diese Flutbeleuchtung für oben für die Flugzeuge. Und der Windmesser sind auch alle Sicherheitseinrichtungen. Und die bauen wir halt um, weil wir ja den Ausleger länger machen jetzt. Auf der Baustelle ist alles bereits vorbereitet. In wenigen Metern Entfernung liegen die bereits vormontierten Gitterteile. Sie werden dann mit Hilfe eines kleinen Krans zum Ende des Teleskops bewegt. Dort passgenau aufgesteckt und mit Bolzen befestigt. So der Plan. Die 25 Meter Gitterteile kommen jetzt noch vor den Ausleger davor gebaut. Dass wir die Hubhöhe und die Endhöhe des Turmes erreichen und die Lasten immer noch dahin kriegen. Und deswegen wird alles, Endschalter, Windmesser, Flutlicht, alles umgebaut, weil das ist nachher der höchste Punkt. Oben im Himmel. Auch bei Kranhersteller Liebherr werden Gittermasten montiert, nur in ganz anderen Dimensionen. Die Anzahl der Gitterelemente variiert, je nachdem, welche Höhe der Kunde zu erreichen wünscht und welchen Platz er auf der Baustelle hat. Dieter Meyer überwacht den allerersten Zusammenbau des neuen Krans. Es ist ja natürlich immer aufregend. Ja. Das ist, ich habe das jetzt schon öfters gemacht, aber es ist immer wieder ein interessantes Gefühl, ja, dieses lange System aufzurichten. Das Herzstück der Maschine findet sich in der Krankabine, der Computer. Hier habe ich das sogenannte Rüstbild. Und das Rüstbild sagt mir aus, beziehungsweise muss ich eingeben, welche Ausrüstung ich gerade aktuell angebaut habe, beziehungsweise anbaue. Ja, hier sieht man hier die ganze Kürzel, also die Kürzel XX steht für verstellbare Winkelsystem zum Beispiel. Dann habe ich hier meine 202 Tonnen Gegenballast. Der Bereich ist meine Abstützung. Und aufgrund von den Eingaben bekomme ich dann hier meine aktuelle Traglasttabellen, ja, wo ich dann abrufen kann und gleich sehen kann, wo kann ich hier in welcher Telelänge wie viel Last anheben. Heute überprüft Dieter Meyer einen Kran, der mit einem Gittersystem von rund 100 Metern Länge bestellt wurde. WIP-Spitze lautet der Fachbegriff für das gesamte Gitterteil. Jedes Gerät ist ganz speziell, weil unter anderem werden sie auch mit verschiedenen Ausrüstungen verkauft. Ja, werden nicht immer mit der maximalen Länge verkauft, sondern manchmal kriegt man ein kürzeres System. Und darum ist jeder Kran speziell und individuell. Jedes dieser perfekt auf die Wünsche des Kunden hingefertigten Geräte wird vor Auslieferung einmal komplett zusammengebaut, aufgerichtet und auf korrekte Funktion hin getestet. Also der erste Prüfabschnitt ist super gelaufen. Das ist so wie mit PKW. Jeder PKW ist zwar gleich, aber doch nicht gleich. Jeder hat so seine Macken am Anfang und die machen wir ja dann weg. Aber dazu sind wir ja da. Aufgrund von sehr vielen Teilen, die angebaut werden,
Kann schon mal sein, dass man da was noch zum Schluss noch bei uns auf dem Abnehmeplatz optimieren muss. Je länger das System wird, desto weniger Teile kann ich dann eigentlich ausfahren. Wo muss ich meine Last anheben? Muss ich die auf ein Hochhaus raufheben? Muss ich abwinkeln oder kann ich gerade hoch? Kann ich einen geraden Ausleger und so weiter? Das ist eine so große Palette an Einsatzgebieten, wo dann vom Einsatzplaner dementsprechend zusammengestellt wird. Teleskopkrane mit Verlängerung kommen häufig beim Bau von Industrieanlagen zum Einsatz. Zwar werden alle Teile platzsparend gestapelt angeliefert, für den Zusammenbau vor Ort ist dann allerdings der Kunde selber zuständig. Die Baustelle, auf der so ein Kran später zum Einsatz kommt, muss über entsprechend viel Platz und ebene Flächen in passender Länge verfügen. Wir sehen jetzt, wir haben hier die maximale Länge, die wollen wir, das ist schon unser Ziel. Wir haben jetzt hier die 90 Meter, die angesprochenen 90 Meter, hochgezogen und waren jetzt durch das ENI-System mit 4 Segmenten, 6 Meter, 12 Meter, 12 Meter, reduziert Kopf und Maschnase verlängern. Dann ist das ganze System eigentlich komplett. Das Aufrichten des Krans in voller Länge erfolgt in entsprechenden Etappen. Unter realen Bedingungen gestaltet sich so eine Montage nicht ganz so einfach. Guck mal, so habe ich das gemeint. Du machst den Splint hier raus, ziehst den Bolzen ein Stück zurück, dass du das hochklappen kannst, machst den wieder runter und machst die Lasche auch wieder runter, weil hier kommen ja die Bolzen rein, die sind da an der Seite dran. Geh mal weiter raus noch. Stückchen raus noch. Die Baustelle der Windkraftanlage befindet sich mitten im Wald. Hier müssen sich die Männer mit beengten Verhältnissen arrangieren. Erschwerend kommt hinzu, dass das Montageteam noch nicht so lange zusammenarbeitet. Noch kennen die Männer ihre Kollegen nicht gut genug. Das Team ist noch nicht perfekt eingespielt. Außerdem ist der Untergrund nicht ganz gerade, was dazu führt, dass nichts auf Anhieb so perfekt zusammenpasst, wie gewünscht. Kleine Schräglagen oder leichte Verkantungen führen dazu, das immer wieder nachgebessert werden muss. Das kostet Zeit. Schon jetzt zeichnet sich ab, den Plan der Bauleitung, die Verlängerung noch vor der Mittagspause fertig montiert zu haben, werden die Monteure nicht einhalten können. Doch die Männer müssen trotz des zeitlichen Verzuges ruhig und gelassen bleiben. Sie wissen, Eile und Hektik würden das genaue Gegenteil bewirken. Ja, das ist die falsche Kette. Die ist ungleich. Mal gucken, ob wir ihn reinkriegen. Kurz danach der Stopp. Nimm mal nochmal runter. Das sind die Handzeichen für Kranfahrer. Da brauchen wir keinen Funk und nichts weiter. Peter! Michel muss noch mal raus, wir müssen meine Kette drin machen, die ist uneben. Die ist nicht gleich. Naja. Peter, gehst du mal rein, ziehst mal den Ausleger bitte ein bisschen hoch. Ausleger hochziehen. Peter, der sitzt in die Lasche auf. Der sitzt hier auf, wenn wir weiter hochlassen. Nach vielem Hin und Her endlich geschafft. Gearbeitet wird generell mit wenigen Worten. Hier herrscht meist nonverbale Kommunikation. Die Handbewegung, Kranfahrer untereinander brauchen nicht viel reden. Die zeigen nur ein ganz klein bisschen und dann funktioniert das. Wenn es ein eingespieltes Team ist. Doch das ist hier noch nicht der Fall. Und auch der Kran ist ja noch ganz neu.
gehst unten. Achso, geh du mal unten mit der Leiter hin. Ja. Es geht voran. Zwar etwas langsamer als geplant, doch stetig. Element für Element. Kranführer ist in Deutschland übrigens kein Ausbildungsberuf. Häufig reicht eine simple Unterweisung. So bietet beispielsweise die Akademie des Technischen Überwachungsvereins TÜV dreitägige Grundlehrgänge an, deutschlandweit. Voraussetzungen sind Volljährigkeit sowie körperliche und geistige Eignung. Aggregat vor und die Presse gleich wieder hoch. Natürlich ist so ein Crashkurs nicht mit jahrelanger Erfahrung von Profis vergleichbar. Doch auch die haben schließlich irgendwann einmal klein angefangen. Inzwischen funktioniert die Zusammenarbeit immer besser. Ralf Karras und seine Kollegen sind sich der Tatsache bewusst, dass alles perfekt sein muss. Sonst klappt es nicht. Es muss wirklich alles passen, von die Anschlagmittel müssen gerade sein und du musst auch wissen, was der andere Kran zum Beispiel, was der tun muss, um das Teil auf diese Position zu bringen. Endlich ist er drin. Wieder haben die Männer einen Teilerfolg erzielt. Bei Liebherr weiß man, wie wichtig das Teamwork bei der Montage der riesigen Geräte ist. Je besser das Team harmoniert und zusammenarbeitet, desto schneller sind sie im Aufbau. Ja, wenn sich jeder auf den anderen eigentlich verlassen kann, was er macht, ohne dass sich einer nochmal speziell nachprüft, ist doch besser und leichter tut man sich da. Bei Dieter Meier und seinen Kollegen wirkt die Montage der Gitterteile wie ein Kinderspiel. Ja, hol ich neu. Ich hole noch ein geschwind noch Ding, Aufstellachse, dann haben wir die auch gleich von der Nähe, oder? Ja. Für die Zugzeit, ja. Ja. Und dann haben wir, Unsere Kunden sagen, wir haben hier Laborbedingungen, ja, gegenüber draußen. Hier passt es schnell und einfach. Das sind die sogenannten Laborbedingungen, und sauber hinfahren. Ja. Dann könnte es endlos so weitergehen. Auf alle Fälle geht die Technik immer weiter, wird immer besser. Man bedenkt, was wir jetzt für Stahl verwenden. Und das brauchen wir jetzt schon seit fast 10 Jahren. Wohin die Reise geht, ich glaube, das weiß noch keiner zu beantworten. Das wird das Material mitgehen, wo man dann irgendwann mal auf Kohlefaser geht, Teile von Kohlefaser, Leichtbauweise, inwieweit dass man das realisieren kann. Wohin die Grenze oder wo die Grenze ist, weiß nicht, ob das jemand beantworten kann. Doch es ist durchaus vorstellbar, dass die Ehinger Ingenieure schon längst an der Entwicklung von Kranen der nächsten Generation arbeiten. Neue Erfindungen und Verbesserungen sind hier schließlich Teil der Tradition. Der Erfolg der Firmengruppe baut auf einer Vision ihres Gründers Hans Liebherr auf. Handwerker und Konstrukteure sind es, mit denen er 1949 den ersten mobilen Turmdrehkran entwickelt. In kurzer Zeit wird aus einer kleinen Baufirma des Pioniers ein Baumaschinenhersteller, der seine Rolle als Weltmarktführer im Bereich Mobil- und Raupenkrane bis heute behaupten kann. Platz 2 und 3 gehen übrigens an Tadano Faun, einem fränkischen, von Japanern aufgekauften Unternehmen, und Manitowoc aus den USA. Auf dem Prüfgelände rund um das Werk muss jedes der jährlich produzierten rund 1400 Geräte die Feuertaufe bestehen, bevor es an die Kunden ausgeliefert wird. Egal, ob es ein Gerät mit der Tragkraft von nur 30 Tonnen oder ein Gigant mit 3000 Tonnen Tragkraft ist. Auch auf unserer Baustelle im Wald hat es das Team inzwischen geschafft. Die Anbauten sind fertig montiert. Endlich kann das Teleskop mitsamt seiner neuen gelben Spitze erstmals zu voller Höhe ausgefahren werden. Bis zum höchsten Punkt werden es dann 125 Meter sein. Die Anbringung der zusätzlichen 25 Meter Gitter hat mehr als einen halben Arbeitstag in Anspruch genommen.
Je weiter sich das Teleskop in die Höhe schraubt, desto größere Kräfte wirken auf den unteren Teil des Krans ein. Von entscheidender Bedeutung bei allen Kranen mit Ausleger sind daher die hier filigran wirkenden Ärmchen, die nach hinten abstehen. Die Ärmchen nach hinten sind die Abspannung. Und damit mache ich den Ausleger stark. Vorhin, wo ich austeleskopiert habe, hat der Ausleger nach vorne gehangen. Durch die Abspannung, wie die da hinten heißt, ziehe ich den Ausleger in die entgegengesetzte Richtung und dadurch mache ich den stark. Und dadurch kriege ich dann auch diese Lasten bewegt, wie wir jetzt zum Beispiel in diese Höhe ziehen. Seine Lasten kann der Kahn natürlich nicht bis in 125 Meter hinaufziehen. Abgezogen werden muss die Höhe der zu ziehenden Last sowie die Höhe der Mastnase und der Befestigungseinrichtungen an der Spitze. Die im Prospekt angegebene Maximallast von 1200 Tonnen kann der LTM 11200 nur unter bestimmten Bedingungen bewältigen. Mit gewisser Zusatzausrüstung und bei einer maximalen Ausladung von 3 Metern. In seinem jetzigen Rüstzustand mit der Gitterverlängerung kann Herkules maximal 53 Tonnen Last ziehen, dafür aber bis in die gewünschte Höhe von über 100 Metern. Das Ziehen großer Lasten ohne entsprechenden Gegenballast undenkbar. Und der muss stabil verankert sein. Klar, dass der Kran nur ohne Ballast und mit eingefahrenem Teleskop mobil ist. Auf der Straße bewegen wir das Gerät in der Fahrerkabine vorne. Um es zu fahren, wird lediglich ein LKW-Führerschein der Klasse 2 benötigt. Wenn man dann das Gerät starten würde, ist ein bisschen wie Mäusekino. Viele Knöpfe. Und viele Kontrollanzeigen, alle mit unterschiedlichen Bedeutungen. Da der Kran sich hochpumpen kann und wieder ablassen kann, hast du dann Niveau hoch und runter. Und dann hast du noch irgendwelche Sperren drin. Verschiedene Lenkprogramme, um diese Größe in verschiedenen Baustellen entweder gerade reinzufahren oder komplett seitlich versetzt reinzufahren oder die vordere Achse lenkt so rum und die hintere Achse lenkt so rum. Maximal darf das Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 75 km pro Stunde bewegt werden. Die farbliche Lackierung jedes Krans erfolgt auf Wunsch, je nach Geschmack des Kunden. Dieses bunte Fahrzeug geht zum Beispiel an einen Besteller aus Japan. Beim Unterwagen des LTM 11200 sind alle 9 Achsen lenkbar. Fahrzeugführer Florian Stöhr demonstriert einige der computergestützten Fahr- und Lenkprogramme. Zu seinem Aufgabengebiet als Geräteprüfer gehört auch die Durchführung von Probefahrten. Das war zum Beispiel Kreisfahrt, engste Wenderadius. Wenn man auf der Baustelle einparkt oder sich positioniert zum Kranarbeit machen. Oder das versetzte Fahren, wenn es richtig eng wird, um einfach in eine enge Lücke zu kommen. Und dass der Kran optimal steht für seine Arbeit. Um seine Arbeit verrichten zu können, muss der Kran vor Ort noch entsprechend zusammengebaut werden. Im fahrbereiten Zustand fehlt ihm so einiges. Also hier fehlt jetzt der Teleskopausleger, da das Gerät, so wie es jetzt gefahren wird, pro Achse 12 Tonnen hat. Und das ist in Deutschland nur zugelassen, also schwerer darf er nicht sein. Bei dem kommt das Teleskop extra auf Baustelle auf einen Tieflader, wird dann abgestützt auf Füße, dann fährt man mit dem Kran drunter und dann wurden die ganzen Bolzen verbolzt für die Wippzylinder und für das Teleskop. Und dann kann der Kran arbeiten. Zwar reicht ein Führerschein der Klasse 2, um das Gefährt auf der Straße bewegen zu dürfen, doch die Lkw-Fahrer sollten zusätzlich mit der Technik vertraut sein. Und genau wissen, welches Lenkprogramm für welche Situation am geeignetsten ist.
Außerdem sollte er vor allem eines, Größenverhältnisse richtig abschätzen können. Das Fahrzeug ist 3 Meter breit, 4 Meter hoch, bei einer Gesamtlänge von 22 Metern. Auch bei diesem Krantyp kommt es auf die Maße an. Kurz vorgestellt, das ist der LR 13.000, seines Zeichens der weltweit stärkste Raupenkran. Hier ist er zu Prüfzwecken komplett aufgebaut. Zum Kunden gelangt er dann in zahlreichen Einzelteilen. Wohlgemerkt, jedes einzelne Teil darf die zulässigen Gesamtgewichte und maximalen Abmessungen für den Transport nicht überschreiten. Im Klartext heißt das, dass jedes Teil auf eine maximale Breite von 4 Metern, der Standardlänge für den Lkw-Transport und ein maximales Gewicht von 70 Tonnen pro einzeln transportiertes Teil beschränkt sind. Diese Vorgaben einzuhalten ist die wahre Herausforderung für die Maschinenbauingenieure, die den LR 13.000 konstruiert haben. Herauskommt ein Mammutpuzzle. Die Anzahl seiner Einzelteile hängt allerdings vom zukünftigen Job ab, für den der Kran maßgeschneidert wurde. Doch so viel sei verraten, es können durchaus 250 einzelne Lkw-Ladungen zusammenkommen. Die Spezialität des riesigen Raupenbaggers? Das Heben extremer Stückgewichte. Der Kraftprotz schafft bis zu 3000 Tonnen an maximaler Traglast, mit denen er sich, dank seiner panzerfahrzeugartigen Raupen, auch auf der Baustelle fortbewegen kann. Bewegungsmöglichkeit und Höhe, in die er die Lasten ziehen kann, hängen auch bei ihm vom Rüstzustand ab. Im Maximalausbau kann er noch 60 Tonnen Last bis in eine Höhe von 245 Metern ziehen. Das macht ihn übrigens auch zum höchsten Kran der Welt. Die Kollegen dieses Giganten hier sind in aller Welt im Einsatz. Einer war beispielsweise in Dubai am Bau des weltgrößten Riesenrades beteiligt. In Mexiko und Pakistan ging es hingegen um den Aufbau von Raffinerien. Kein Wunder, Kraftwerksbau gehört zu seinen Spezialitäten. Im Gegensatz zum LR 13.000, der sich mitsamt seiner Last auf seinen Raupen bewegen kann, arbeitet Teleskopkran Herkules zwingend statisch auf der Stelle. Wir erinnern uns, die maximale Achslast darf nicht überschritten werden. Mobil ist er nur dann, wenn alle Verlängerungen abgebaut sind und der Gegenballast entfernt ist. Hier in Geildorf hat Herkules Gegengewichte von insgesamt 200 Tonnen. Seine maximale Tragkraft beträgt rund 70 Tonnen. Es gibt eine grobe Faustformel. Ungefähr das doppelte Gewicht der zu ziehenden Last wird als Gegenballast benötigt. Ganz genau berechnet das allerdings der Computer. Jeder dieser starken Krane hält seinen Rekord in einer anderen Disziplin. Qualitäten, die ihn für ganz unterschiedliche Einsätze prädestinieren. Schier endlos wickelt die Winde das Stahlseil auf. Es hat eine Gesamtlänge von 185 Metern und ein Eigengewicht von 2120 Kilogramm. Um arbeiten zu können, verfügt Herkules über zwei derartige Stahlseile. Eines für die linke, eines für die rechte Teleskopabspannung. Kontrolliert, gesteuert von den Profis in Bodennähe. Wir haben jetzt da oben eine Spitze noch dran. Die Spitze ist 25 Meter lang. Und somit kommen wir jetzt auf eine Höhe von 113 Meter. Und dadurch ist das Gerät noch feinfühliger zu fahren, weil es ist noch länger der Ausleger. Jeder Kranführer darf maximal 10 Stunden arbeiten. An dieser Baustelle ist extreme Konzentration gefragt. Daher gibt es für jeden dieser Krane 3 Führer, die sich in Schichten abwechseln. Dabei klingt der Trick doch eigentlich ganz einfach. Ruhig schwenken. Ganz ruhig schwenken, ganz ruhig den Ausleger bewegen, weil ansonsten jede hektische Bewegung bringt immer mehr Unruhe in die Last rein. Und die Lasten nachher oben im ruhigen Zustand an die Position zu bringen. Genau da oben, in 100 Meter Höhe. Schließlich ist es soweit. Perfekte Landung in luftiger Höhe. Hier zeigt sich, was echte Profis zu leisten vermögen. Maximal 2 weitere Ringe kann Herkules mit seiner fest verlängerten Spitze noch in die Höhe hieven.
Danach kommt Kollege Turmdrehkran zum Einsatz, wie bereits bei den anderen drei Windmühlentürmen. In einem Vierteljahr soll der Windpark ans Netz gehen. Die Türme werden in wenigen Wochen fertiggestellt sein. Wir bauen was, ja, und das gefällt uns schon gut. Also ich bin seit Jugendjahren schon am Bauen interessiert, habe auch vorher Zimmerer gelernt und dann eben mit dem Bauingenieurstudium eben dann noch mehr in das aktive Bauen eingestiegen. Und wir erschaffen was, und hier draußen sieht man ja schon, dass wir große Dinge bauen, und das macht schon Spaß, jeden Tag aufs Neue die Herausforderungen und sich was zu überlegen, wie wir solche großen Teile bewegen und wie dann sowas Großes entsteht. Das macht Spaß, ja. Und es klappt tatsächlich. Ein neuer Weltrekord ist geglückt.